jetzt kommen wieder ein paar Thriller. Ich kann auch jetzt mal sagen, ich habe meine Regale nicht nach irgendwas sortiert. Also sie sind ein bisschen sortiert nach Größe und Farbe und natürlich nach Autor und Reihen, aber sie sind nicht irgendwie sortiert nach Genre oder sowas. Und hier sind dann halt alles fast Thriller, außer irgendwie Flavia de Luz. Obwohl das eigentlich, naja, so fast. Und ja, das Regal machen wir noch und dann mache ich, glaube ich, einen Folgenstopp, nenne ich das dann mal. Und hier habe ich die Bücher auch wieder schön falsch rum. Das ist die 12 von Justin Coren und der Übergang von Justin Coren aus der Passage-Trilogie. Aber der Übergang ist Teil 1 und die 12 ist Teil 2. Auch wieder was mit Zombies. Ich merke, dass ich mein Regal wohl doch unterbewusst sortiert habe. Also, aber wieder so eine Zombies wie in World War Z, falls das einer gesehen hat. Keine normalen, langsamen Zombies, sondern schnelle, sehr, 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 sehr schnelle Zombies, die die Menschheit auffressen wollen. Und ja, also das ist halt, ich glaube, mein dickstes Buch. Ich bin bei circa der Hälfte. Und das ist immer eines der Bücher, die ich zwischendurch lese, ab und zu mal. Mal sehen, wann ich damit durch bin. Also es geht eigentlich um ein Mädchen, das, glaube ich, nicht infiziert werden kann. Und ja, also ich finde es eigentlich sehr gut, nur es ist halt sehr dick und die Seiten sind sehr dünn. Also ich weiß nicht, ob ihr Bibelseiten kennt, vielleicht aus dem Unterricht oder so, falls jemand Religion hat oder halt auch die Christen unter euch. Die Bibelseiten normalerweise sind ja sehr dünn und diese Seiten hier sind auch sehr dünn und das macht das ganze Buch nur noch dicker und deswegen. Ja, also mir hat die Geschichte oder mir gefällt die Geschichte auch immer noch total gut, aber es ist eine Überwindung, das weiterzulesen. So, die nächsten Bücher sind Never Knowing, Endlose Angst von Chevy Stevens, auch aus der Medimops-Bestellung, und Still Missing von Chevy Stevens. Still Missing habe ich schon gelesen, fand ich richtig, richtig, richtig toll. Und deswegen habe ich mir auch Never Knowing von ihr geholt und ihr neuer Roman Blick in die Angst ist, glaube ich, auch rausgekommen. Den werde ich mir auch holen. Ich finde diese Autorin ganz toll. Sie schreibt auch, ja, sehr toll. Und die Cover sind aus irgendwelchen Gründen, also die Cover haben nichts mit der Geschichte zu tun. Wie ihr hier seht, ist auf dem Cover zum Beispiel eine verrostete Gartenschere mit einem Schmetterling und hier ist ein verrostetes Rasiermesser mit einer wunderschönen Blume drin. Die Cover haben, glaube ich, überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, aber sie sehen auch sehr schick im Regal aus. Haben mir sehr gut gefallen. Still Missing auf jeden Fall. Never Knowing habe ich ja, wie gesagt, noch nicht gelesen. Oh, die Kamera wird langsam schwer. Still Missing ist aber auch ein Buch für, also es ist eigentlich nicht brutal, aber das Ende und halt, also wenn man es dann gelesen hat, also man sollte danach jemanden haben, mit dem man reden kann oder ein Kissen, in das man schreien kann. Ja. Und an dieser Stelle fällt mir auch noch was ein, was ich anmerken kann. Falls ihr von den Büchern, die ich hier habe, die ich auch schon gelesen habe, das sage ich ja dann immer, falls ich welche nicht gelesen habe, Rezensionen wünscht. Also ich habe gesagt, ich mache vielleicht ein paar Rezensionen von Büchern, die ich schon gelesen habe, bevor ich auf YouTube bin. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder auch als Privatnachricht. Und dann werde ich gucken, ja, dass ich die dann mal rezensiere. Okay, weiter geht's. Wollen das Video nicht so lang machen. Das nächste Buch ist Flavia de Luz, Mord im Gurkenbeet von Alan Bradley. Habe ich noch nicht gelesen. Aber, also ich habe mich reingelesen. Die Flavia gefällt mir richtig gut. Die erinnert mich irgendwie ein bisschen an mich. Und meine Freunde haben auch gesagt, die erinnert sie ein bisschen an mich. Und deswegen haben mir meine Freunde das Buch auch geschenkt. Und ja, also wie gesagt, es ist, glaube ich, kein richtiger Thriller. Es ist halt ein Krimi. Und er soll aber richtig gut sein. Und ja, aber da ich halt das so noch nicht gelesen habe, werde ich mal gucken, wann ich das lese, ob ich das lese und wie mir das gefällt. Und dann, ja, werden wir mal sehen. Das nächste Buch von Christopher Reich ist Getäuscht. Hab ich
auch noch nicht gelesen, ist, glaube ich, aus einem Mängelexemplarverkauf. Und deswegen kann ich euch leider auch nicht so viel dazu sagen. Dann kommt ein Buch, auch aus einem Mängelexemplarverkauf, wo ich ja so richtig Glück hatte, was einerseits stimmt und einerseits auch nicht. Und das ist Ausgelöscht von Cody McFadyen. Also ich liebe seinen Schreibstil. Ich habe, ich glaube, schon über 100 Seiten gelesen und finde das auch total toll. Seine Schreibweise, das Buch, die Geschichte, alles total klasse. Aber einige unter euch werden das schon wissen. Ausgelöscht ist der vierte Teil der Smokey Barrett-Reihe. Und das wusste ich nicht. Und den ersten Teil brauche ich jetzt schon mal nicht mehr lesen, weil ich ganz genau weiß, was passiert. Und wenn ich Pech habe, brauche ich die anderen drei Teile davor auch nicht lesen. Weil ich halt schon so viel von dem Buch gelesen habe, dass da halt also schon auch ein bisschen Vorgeschichte mit reingepackt ist und sozusagen auch ein bisschen Spannung leider mit rausgenommen wurde. Also ich habe das Buch dann abgebrochen, nachdem ich dann herausgefunden habe, dass das ein vierter Teil ist. Also ich habe dann, weil ich das so toll fand, gleich mal gegoogelt. Gleich mal, ja, nachdem ich dann 100 Seiten gelesen hatte. Und habe dann halt gemerkt, dass der vierte Teil ist. Und naja, vielleicht warte ich damit so lange, bis ich wieder einigermaßen vergessen habe, worum es im ersten Teil ging. Und dann lese ich das vom ersten Teil an nochmal. Der erste Teil ist ja, glaube ich, die Blutlinie. Entschuldigung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ja, ist blutig und ja, man fragt sich, was der Autor in seinem Leben schon so erlebt hat. Und das zweite Buch ist Der Menschenmacher, ebenfalls von Cody McFadyen. Habe ich zum Geburtstag bekommen und noch nicht gelesen. Einerseits, weil ich ein wenig geschädigt war dadurch, dass ich ausgelöscht gelesen habe, weil ich irgendwie, also ich habe geguckt, das ist ein Einzelband, aber ja, ich, wie gesagt, versuche jetzt erstmal ein bisschen zu vergessen, dass ich dieses Buch gelesen habe. Und ja, werde das aber auf jeden Fall auch lesen und freue mich sehr, dass ich es habe. Dann kommt Still schweigt die Nacht, ja doch, ist richtig rum. Still schweigt die Nacht von Brenna Jovanov, von der ich auch die Blume des Schmerzes habe. Was da hinten steht, habe ich noch nicht gelesen, nur habe ich schon Gutes drüber gehört und da mir die Blume des Schmerzes, soweit wie ich bis jetzt gelesen habe, auch ganz gut gefallen hat, habe ich mir das mal günstig irgendwo erstanden und ja, da geht's, glaube ich, um ein Baby, das in der Stadt irgendwie von Dämonen und ja, also so eine Dämonen-Engels-Geschichte wahrscheinlich, so wie auch das andere Buch von ihr. Und dann damit kommen wir zum letzten Buch für dieses Video und das ist Rachekind von Jeanette Clark. Auch eines der mit Abstand besten Thriller, die ich gelesen habe. Finde ich total toll, das Buch. Jeanette Clarke hat das einfach unglaublich gut geschrieben. Und da ist mir doch glatt meine Speicherkarte vollgelaufen. Vor dem letzten Buch. Also, in diesem Buch geht es um Hannah. Hannah kommt eines Abends von einer Betriebsfeier und findet ihr Kind, ja, schon fast tot vor. Sie kann aber wiederbelebt werden und ihr Mann ist nicht mehr da. Und natürlich verdächtigen jetzt alle ihren Mann, dass er ihr Kind versucht hat umzubringen. Und ja, sie ist die Einzige, die noch an ihn glaubt. Und das zieht sich so durch dieses ganze Buch, dass immer mehr Leute zu ihr sagen, dein Mann ist der Mörder und hier und da. Und ja, alle versuchen sie halt wirklich abzubringen, aber irgendwie steckt hinter jedem irgendwie noch was anderes, als man denkt. Und irgendwie wollen sie sie dann auch noch dran kriegen. Und man wird während des Lesens dieses Buches irgendwie so ein bisschen paranoid, auch gegenüber allen anderen in diesem Buch. Also, ja, du kannst in diesem Buch eigentlich keiner neuen Person mehr trauen. Sobald irgendwer dazukommt, denkst du gleich so, oh Gott, nein. Und als Leser aber auch, Hannah, du darfst dem jetzt nichts erzählen, du weißt nicht, was der vorhat und es ist einfach unglaublich gut. Ja, dann war es das für diesen Teil des Videos. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Teil.